Zornig, was du jetzt zu sehen gibt, und bitten euch dann drei Firmen euch auszusuchen, wo es wirklich hingeht, wo es erkundet. Wir haben da so einen Fragenpunkt dazu vorbereitet. Was auch, das ist die Bitte an eure Pädagogen, die es in der Schule noch nachbearbeitet, ein bisschen im Berufsorientierungsunterricht und so weiter. Herr Matzig, Sie sind ebenfalls Mitglied dieser Gemeinschaft hier. Was ist Ihre erste Erfahrung, die Sie jetzt mit den Schülern machen dürften? Ja, das ist eine sehr gute, also es ist sehr gut organisiert. Die Schulen sind vorbereitet, haben Zettel mit, haben Fragen, die sie uns Gott sei Dank auch stellen, sind sehr interessiert und also der Beginn ist ein sehr guter. Bitte wendet euch an den Chef selber. Der Schweizer Hubert ist da und erklärt euch, was er denn so macht und was ihr bei ihm lernen könnt. Herr Spreitzer, Sie waren jetzt gerade in einer Schar von Schülern. Was halten Sie eigentlich von dieser Messe? Ja, ich bin begeistert von dieser Messe. Es ist eine neue Idee in unserer Region. Darum da wir als Firma Spreitzer mit. Einfach, es wird der Lehrberuf gestärkt und in die Höhe gehoben. Gibt es auch Interesse von Seiten der Schüler? Ja, am Anfang sind sie ein bisschen verhalten, aber wenn sie dann in Kleingruppen durchgehen können, machen sie auf und interessieren sie uns. Ganz interessanter Meinungsaustausch und wir informieren, so gut es geht. Thomas Sickerer hier auf der Lehrlingsmesse. Natürlich auch in eigener Sache, aber was halten Sie generell von dieser Idee, eine Lehrlingsmesse hier im Ybbstal abzuhalten? Das ist eine super Geschichte. Also wir haben ja das Thema, dass wir die Ausbildung in unserer Gegend haben sollten und damit auch die guten Leute in der Gegend halten können. Das ist ganz wichtig für unsere Region und da ist natürlich die Lehrlingsmesse, die jetzt stattfindet, ein wichtiger Bestandteil. Ich habe gerade gesehen, es war eine Menge Schüler hier bei Ihrem Stand. Wie war jetzt das konkrete Interesse und was haben eigentlich die Schüler für Fragen? Ich glaube, dass die Schüler jetzt einmal irgendwo so einen Findungsprozess haben. Sie gehen da durch, sie werden sehr gut durchgeführt, vor allem vom Willi Hilbinger, der das ausgezeichnet macht und der jede Firma großartig vorstellt. Und wenn dann irgendwo das Interesse geweckt ist, wenn die Chemie passt, kommen dann die Schülerinnen und Schüler dann zu den jeweiligen Ständen, reden mit den Verantwortlichen, nehmen sie Unterlagen mit und vielleicht ist es schon der erste Kontakt für eine neue Karriere.